bist seit 2002 schon Mitglied des Bundestages und hast bis 2005 gemeinsam mit Petra Pau die PDS im Parlament vertreten. Und ihr beide hattet, verglichen mit den Abgeordneten aus den Fraktionen, sehr eingeschränkte Möglichkeiten, eure Positionen und Forderungen in den Bundestag einzubringen und sie der Öffentlichkeit vorzustellen. Wie hat diese Erfahrung deine Arbeit als Abgeordnete geprägt? Ich kann vor allen Dingen die verschiedenen Wahlperioden sehr gut vergleichen. Ich kann zum Beispiel feststellen, was wurde in der Zeit beschlossen, als wir keine starke Gruppe der Linken, also damals keine PDS-Fraktion im Bundestag hatten, und was ist jetzt passiert? Die Hartz-Gesetze, die ja viele Menschen in ihrer Existenz sehr negativ beeinflussen, die Armut hervorgerufen haben, die Gesundheitsreform, wo die Menschen zuzahlen müssen, die Zweiklassenmedizin, die zementiert wurde, das ist alles beschlossen worden, als die PDS damals keine Fraktion im Bundestag hatte, sondern nur wir zwei, Petra, Pau und ich, mit unseren Argumenten, aber eben, wie du sagtest, eingeschränkt uns äußern konnten. Die ersten Verbesserungen, was Hartz IV betrifft, auch eingeschränkte Verbesserungen, was die Gesundheit betrifft, das ist erreicht worden, als wir dann wieder eine starke Fraktion der Linken im Deutschen Bundestag hatten. Der erste Antrag, den unsere Fraktion gestellt hat und zu dem ich auch gesprochen habe, war der Antrag, das Arbeitslosengeld II im Osten auf Westniveau anzuheben. Das ist immer noch viel zu wenig, aber dieser Antrag kam dann auch relativ schnell, nicht unter der Überschrift Die Linke, sondern mit anderen Stimmen dann noch angereichert, muss man mal sagen, durch. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zwischen dem Wirken von zwei Personen und einer Fraktion. Ich kann mich gut an dieses Bild erinnern. Also ihr beide irgendwo weit außen, also man sah es so, möglichst weit weg, sitzend. Jetzt verglichen mit der Fraktion, was ist das für ein Gefühl dann in diesem Parlamentssaal? Es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Ich erinnere einfach mal daran, was für uns damals, Petra Pau und mich, wichtige Mittel der Öffentlichkeitsarbeit waren. Ein wichtiges Mittel war, dass wir jede Fragestunde genutzt haben, um Fragen zu stellen. Aber da gingen die Probleme schon los. Wir hatten ja da hinten kein Mikrofon. Also mussten wir uns erst einmal einen Platz mit Mikrofon suchen. Dann fing die SPD mit uns an zu streiten, wir sollen uns woanders hinsetzen. Das wären ihre Plätze, die wir nicht okkupieren sollten. Aber komischerweise, das sollte man auch nicht vergessen, wenn es ganz knapp wurde, gab es immer vorher Anrufe bei uns von der SPD-Fraktion, wie wir dann stimmen würden. Das fanden wir sehr merkwürdig, weil man uns einerseits ausgrenzte, aber andererseits versuchte, auf unsere Stimmen zurückzugreifen. So einfach war aber Politik mit uns nicht zu machen. Dann, welche deiner mit dem Einzug in Fraktionsstärke in den Bundestag 2005 ganz persönlich verbundenen Hoffnungen haben sich erfüllt? Die wichtigste Hoffnung, die ich aber schon 2002 nach der damals für uns sehr schlecht ausgegangenen Wahl hatte, war, dass es wieder eine starke Fraktion der Linken im Deutschen Bundestag geben würde. Ich denke, das ist eine Sache, die man nicht unterschätzen darf, wenn wir uns einfach mal in den europäischen Nachbarländern umschauen. Wo gibt es denn starke linke Parteien jenseits der Sozialdemokratie, die sich auch über so viele Jahre gehalten haben? Ich glaube, wir dürfen da unsere Rolle auch nicht kleinreden. Wenn ich mir auch die letzten Wahlen zum Europäischen Parlament anschaue, hat sich die Linke sehr, sehr gut behauptet. Wir als Linke konnten gleich bestimmte kleine Veränderungen, Verbesserungen erreichen. Ich nenne nochmal das Beispiel Arbeitslosengeld II. Ich nenne aber auch die Diskussion um den gesetzlichen Mindestlohn. Der ist jetzt noch nicht beschlossen. Aber als wir 2005 im Wahlkampf immer über den gesetzlichen Mindestlohn sprachen und gesagt haben, der muss endlich her, da haben viele so getan, als wäre das absurdes Theater. Jetzt, 2009, denkt man fast, die SPD oder auch die Grünen hätten den Mindestlohn erfunden. Und ich finde, wir sollten jetzt die Zeit nach der Wahl nutzen, um endlich ein Gesetz im Deutschen Bundestag durchzubringen, wo dieser gesetzliche Mindestlohn auch beschlossen wird. Und welche Hoffnungen haben sich nicht erfüllt? Eine wichtige Hoffnung war für uns natürlich, dass die SPD aufgrund auch der Existenz der Linken im Bundestag wieder mehr linke Positionen einnehmen würde. Ich sehe in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands im Augenblick sehr viele Positionen, die eher der CDU nahe sind, wo man eher stolz ist, mit Wirtschaftsführern, mit Bankern zusammenzusitzen. Und für mich war es eine Hoffnung, dass sich vielleicht mehr Kolleginnen und Kollegen aus der SPD in die mehr linke Richtung wieder entwickeln würden, zu sozialdemokratischen Positionen zurückführen, finden würden. Das haben sie leider nicht getan, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir haben ja wieder Wahlen und in der neuen Legislaturperiode kann sich da vielleicht einiges ändern. Zu den Themen, mit denen du dich seit längerer Zeit befasst, gehört die Beschäftigung von Mitarbeitern aus Wirtschaftsunternehmen in Ministerien. So hast du bereits 2003 von der Bundesregierung wissen wollen, ob tatsächlich eine Juristin eines Bankenverbandes an einem Gesetzentwurf zur Zulassung von Hedgefonds mitgearbeitet hat. Welches Ausmaß dieser Art von Lobbyismus
hat das Ganze deiner Meinung nach inzwischen erreicht? Der Lobbyismus hat in Deutschland ein Ausmaß erreicht, was wirklich die Demokratie gefährdet. Das ist, glaube ich, eine Tatsache, die muss man auch so deutlich aussprechen. Wir haben ja eine Situation, dass die Demokratie von Regeln lebt. Dass klar sein muss, wer ist wofür zuständig, wer hat welche Aufgaben. Wenn ich aber nicht mehr weiß als Abgeordneter, als Bürger dieses Landes, wer hat denn ein Gesetz geschrieben, dann ist das so etwas wie eine, ich sag's mal zugespitzt, Vermummungsdemokratie. Also in den Ministerien sitzen Mitarbeiter von Finanzdienstleistern, von großen Rechtsanwaltskanzleien, die teilweise auch Visitenkarten der Ministerien haben. Und wenn sie mit jemandem sprechen, dann weiß derjenige gar nicht, dass er einen Interessenvertreter vor sich hat. Und die sind berechtigt, von der politischen Spitze an Gesetzen zu arbeiten, Gesetze vollständig vorzulegen. Wir haben ein ganz aktuelles Beispiel. Es ist vom Wirtschaftsministerium ein Gesetz vorgelegt worden, nicht vom Wirtschaftsministerium eigentlich, sondern vom Wirtschaftsministerium nur verbreitet worden, was von einer großen, global agierenden Rechtsanwaltskanzlei Linklaters ausgearbeitet wurde. Und jetzt wurde darüber diskutiert, war das teuer, war das Verschwendung von Steuergeldern? Das ist, glaube ich, richtig, aber das ist eine Nebenfrage. Die Hauptfrage ist, dass die Verhältnisse nicht mehr stimmen, dass private Interessen direkt in die hoheitlichen Aufgaben hineinreichen, dass in den Ministerien nicht die Beamten Dinge vorbereiten, sondern Interessenvertreter. Und das Beispiel aus dem Jahr 2003 und dann in den Folgejahren unter Rot-Grün ist ja so ein entscheidendes. Die Hedgefonds werden auch von anderen Vertretern der Politik, auch manchmal von der SPD, ich erinnere an das Wort der Heuschrecken von Müntefering, gegeißelt als eine wirklich schlimme Sache. Aber sie wurden in Deutschland zugelassen unter Rot-Grün und nachweislich hat eine Vertreterin eines großen Finanzdienstleisters an diesem Gesetz so mitgewirkt, dass es eben den Finanzdienstleister nutzt. Und die Hedgefonds haben ja mit dazu beigetragen, dass wir jetzt in dieser Finanz- und Wirtschaftskrise sind. Und hier ist einfach ein Maß erreicht, was die Demokratie und diesen Zusammenhalt in der Gesellschaft gefährdet. Und hier fordern wir strenge Regeln seit vielen Jahren und wir werden auch nicht nachlassen. Es gibt immer mal einige Leute, die sagen, ja, stimmt, man müsste da ein bisschen was verändern. Einige kleinere Verbesserungen gab es, aber die reichen noch nicht und darum werde ich auch auf diesem Gebiet weiterarbeiten. Also geht es weniger darum, dass Interessenvertreter von Verbänden, Vereinen auch an Gesetzen, an Gesetzentwürfen mitarbeiten, sondern es geht darum, dass es nicht transparent ist und dass nur eine Seite zum Zuge kommt. Also Interessenvertreter, Lobbyisten wird es immer geben, das ist doch völlig klar. Aber jeder muss wissen, wer spricht in wessen Interesse und mit welcher Stimme. Wenn wir zum Beispiel im Deutschen Bundestag ein Gesetz diskutieren und eine Anhörung durchführen, dann kann auf der Anhörung der Interessenvertreter von Banken von mir aus seine Position darstellen. Dann weiß aber jeder, aha, der vertritt die Bank. Wenn ich aber als Abgeordneter einen Gesetzentwurf auf den Tisch bekomme, gehe ich natürlich davon aus, dass das Ministerium die verfassungsmäßigen Aufgaben erfüllt hat und dass da nicht der Vertreter einer Bank gesessen hat. Und jetzt bei der ganzen Bankenrettung, da sagte Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, den fand ich sehr bezeichnenden Satz, Herr Ackermann hat sehr geholfen bei den Gesetzen. Also wenn Herr Ackermann, der Chef der Deutschen Bank, Gesetze schreiben darf, ein Mann, der 25% Rendite für seine Bank erreicht und damit wirklich zur Krise in entscheidendem Maße beigetragen hat, dann stimmt etwas nicht und dann geht die Gerechtigkeit in diesem Lande absolut flöten und dagegen möchte ich mich zur Wehr setzen. Du hast, und da sind wir auch beim nächsten Thema, als führende Haushaltspolitikerin der Fraktion unmittelbar erlebt, wie die Regierung im Herbst 2008 ihre Maßnahmenpakete gegen die Bankenkrise geschnürt hat. Und du hast die Ergebnisse dann scharf kritisiert. Du hast Ende November im Bundestag gesagt, die Krise trifft nicht alle Menschen gleich. Auch wenn sich einige Milliardäre verzockt und Millionen verloren haben, sie werden es verschmerzen. Die Krise trifft vor allem die hart, die an ihr am wenigsten Schuld haben. Angenommen, die Bundesregierung hätte, wie von dir verlangt, die Lasten anders verteilt. Wie wäre die Krise dann bisher verlaufen? Wir haben die Situation, dass wir vor einigen Jahren einen Aufschwung hatten. Und jetzt haben wir eine Krise. Und beides ist gespalten. Der Aufschwung war ein gespaltener Aufschwung. Die Löhne sind nicht erhöht worden. Es wurden aber mächtig Gewinne gemacht. Auch die Krise ist gespalten. Jetzt wurde ja schon von einigen Bankern erklärt, die Krise ist vorbei. Für Sie vielleicht. Aber die Lasten der Krise sind auf die Steuerzahler abgewälzt worden. Das heißt, den Banken sind große Sicherheiten gegeben worden.
Direktzuschüsse oder Bürgschaften. Und Bürgschaften können irgendwann wirksam werden. Manchmal wird ja so diskutiert, ach, was wollen Sie denn? Das sind doch nur Bürgschaften. Aber wenn es ernst wird, müssen die Bürgschaften ausgereicht werden. Und das wird umverteilt auf den Steuerzahler. Und wir wollten als Linke, dass wenn der Staat Geld gibt, die Allgemeinheit, die öffentliche Hand, dass es dann auch weitreichende Kontrollrechte gibt und dass, wenn es wieder Gewinne gibt, die auch an die öffentliche Hand zurückfließen. Jetzt ist es immer noch so, die Banker tanzen der Regierung auf der Nase herum. Es wird immer mehr Geld eingefordert, das Geld wird gegeben. Aber wer die Zeche bezahlt, das lassen alle Parteien außer der Linken offen. Es fällt immer wieder der Name Jörg Asmussen, Staatssekretär von Finanzminister Steinbrück. Oskar Lafontaine sagt, er hat ihn auch früher schon erlebt. Nun hast du aber doch unmittelbar erleben können, auch im Bundeskanzleramt bei Beratungen, wie die Regierung da agierte und auch wie Jörg Asmussen zwischen den Banken und der Regierung vermittelte. Wie bewertest du die Arbeit der Regierung und vielleicht auch speziell dieses Mannes? Also für mich ist erstmal der Finanzminister der entscheidende verantwortliche Politiker. Und ich bin wirklich, wenn ich auch so Gespräche höre, wenn ich in Zeitungen lese, entsetzt darüber, wie überschätzt Herr Steinbrück wirkt. Er hat für mich, und ich habe ja, wie du gesagt hast, an kleineren Runden, an Diskussionen teilgenommen, ganz deutlich gezeigt, dass er von der Krise völlig überrascht wurde, dass er völlig hilflos war und dass er, wenn konkrete Fragen immer gestellt wurden, er gesagt hat, Jörg, also so heißt der Herr Asmus mit Vornamen, Jörg, wie ist denn das? Was sagst denn du dazu? Und wenn sich ein Minister derartig auf einen Mann verlässt, der ganz stolz war vor einiger Zeit, dass die Finanzmarktregeln gelockert wurden, dass der das ganz toll fand, dass das Kapital hin und her flutschen konnte. Und dieser Mann soll jetzt die Krise lösen, da stimmt was nicht. Und ich denke, so kann man auch Probleme nicht lösen. Man kann nicht die Brandstifter dann zu Feuerwehrleuten erklären. Wir sitzen hier im Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde, in deinem Wahlkreis im Ostteil der Stadt. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Interessen der Ostdeutschen? In diesem Jahr wird viel über 20 Jahre Mauerfall gesprochen. Viele erinnern sich. Und ich denke auch, dass viele sich erinnern daran, welche Vorstellungen, welche Ideen hatten sie denn. Und ich glaube, es ist so, dass viele viel größere Hoffnungen hatten, dass sehr schnell Gleichheit, Respekt, Gerechtigkeit einziehen würde. Wir haben immer noch die Situation, dass die Löhne ungleich sind, dass die Renten ungleich sind, dass gleiche Lebensleistungen unterschiedlich bewertet werden. Und ich will nur daran erinnern, dass die Hälfte der Ostdeutschen, das 50%, das muss man sich mal vorstellen, mussten nach der Wende ihren Beruf wechseln. Solche einschneidenden Erfahrungen hat man als Gruppe in Westdeutschland nie gemacht. Also die entscheidende Frage ist der Respekt, aber auch die juristische Gerechtigkeit. Und wir als Linke setzen uns im Bundestag sehr stark ein für die Frage der Rentengerechtigkeit. Das ist aber nicht nur eine Frage der heutigen Rentnergeneration, sondern wer heute arbeitet im Osten, wird das später auch an seiner Rente merken. Und das ist ein Zustand, der für uns nicht hinzunehmen ist. Nach einer Umfrage von Ende Juni 2009 meinen 29% der Befragten, die Linke würde sich am ehesten um die Interessen der Ostdeutschen kümmern. 12% nennen die SPD, 19% die Union. Und von den Ostdeutschen denken 43% zuerst an die Linke. Inwieweit spiegeln diese Ergebnisse die politische Präsenz der Linken wider? Also in Ostdeutschland haben wir eine sehr lange inzwischen kommunalpolitische, aber auch landespolitische Erfahrung. Hier in Lichtenberg stellen wir seit 15 Jahren ununterbrochen die Bürgermeisterin, den Bürgermeister vorher, den Bürgermeister, jetzt die Bürgermeisterin. Und das ist natürlich klar, die Leute erleben im konkreten Alltag, wie sich Politiker der Linken, früher der PDS, für die Lösung von Problemen einsetzen. Und dass sie nicht nur mal vorbeikommen und sagen, hallo, wie geht's denn, sondern dass sie die Probleme versuchen anzupacken, Lösungen anzubieten und sich nicht immer damit in den Vordergrund schieben. Und ich glaube, das kommt auch an bei vielen Leuten im Osten. Aber wir haben auch die Erfahrung, dass unsere Kommunalpolitiker insbesondere gerne von den westdeutschen Kommunalpolitikern unserer Partei eingeladen werden, um da auch Erfahrungen zu vermitteln. Wenn ich hier an Lichtenberg denke, haben wir ein Projekt, das nennt sich Bürgerhaushalt. Das hat Christina Emmerich, unsere Bürgermeisterin, mit Herzblut vorangetrieben. Und das bedeutet, dass also die Bürgerinnen und Bürger ganz direkt, konkret mitdiskutieren und mitentscheiden können, wie wesentliche Teile des Haushaltes hier des Bezirkes verwendet werden. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil viele Leute sagen, ich kann ja gar nichts entscheiden. Ich kann einmal meine Stimme abgeben, dann kann ich nicht mehr entscheiden. Und diese Idee, wie Geld ausgegeben wird, auch auf andere Ebenen zu heben, das ist zum Beispiel auch ein Anliegen von mir. Ich denke, dass vieles in der Landespolitik
sage mal, Bau von Autobahnen anders entschieden würde, wenn da die Bürger wirklich über das Geld mitreden würden. Erst recht auf der Bundesebene, wenn über veraltete Rüstungsprojekte geredet wird, das Geld weiter hineingeschüttet wird. Da hätten viele Bürger, wenn sie direkt mitentscheiden könnten, glaube ich, andere Ideen. Eines der größten Probleme Ostdeutschlands ist die Abwanderung junger Frauen. Sie sind häufig besser ausgebildet als ihre männlichen Altersgenossen, finden dann aber keine Arbeit und können so auch keine Familie gründen. Es handelt sich also um ein sehr komplexes Problem. Wo würdest du ansetzen, um es zu lösen? Junge Frauen, die gut ausgebildet sind, wollen etwas mit ihrer Ausbildung anfangen können. Und nun sind vor fast 20 Jahren nach der staatlichen Vereinigung Entscheidungen getroffen worden in Ostdeutschland, für Ostdeutschland, aber gegen die Interessen von Ostdeutschland, die bis heute ihre Auswirkungen haben. Ich denke einfach mal an die Zerschlagung der Akademie der Wissenschaften. Da haben tausende Wissenschaftler gearbeitet und sie haben zusammengearbeitet mit Forschungsabteilungen der großen Kombinate. Auch die Kombinate sind alle zerschlagen worden. Da gab es in den Wissenschaftsabteilungen hochqualifizierte Arbeit, gerade für die jungen Frauen, die hätten dort etwas finden können. Entscheidend ist, dass in Ostdeutschland nicht nur ein paar Leuchttürme, die dann immer wieder von Ministerpräsidenten, anderen Politikern aufgesucht werden, gefördert werden, sondern dass flächendeckend Wissenschaft, Forschung gefördert wird, damit junge Frauen auch mit ihren Qualifikationen etwas anfangen können und dass sie auch im Osten mit qualifizierten Männern zusammenkommen können. Denn das ist ja auch eine wichtige Frage. Da fällt mir wieder der flächendeckende Mindestlohn ein. Das wäre wahrscheinlich, wenn ich es jetzt so zusammenfasse, der Beginn des Gesprächs, jetzt dieser Punkt, ein wichtiges Element, um zu sagen, das gibt dann Frauen auch die Sicherheit zu sagen, ja, ich verdiene gutes Geld und kann auch eine Familie gründen. Der flächendeckende Mindestlohn ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage auch für die Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft. Viele Menschen merken, dass es ungerecht zugeht. Und in Ostdeutschland haben wir die Erfahrung, man kann fast sagen, das Experiment am lebendigen Menschen, ein Niedriglohngebiet. Aber in diesem Niedriglohngebiet sind durch den Niedriglohn keinerlei Arbeitsplätze geschaffen worden. Ganz im Gegenteil, es sind immer mehr Arbeitsplätze abgebaut worden. Also kann die Sache mit einem niedrigen Lohn keine Lösung sein. Und der flächendeckende Mindestlohn würde auch dazu führen, dass natürlich alle Leute mehr Geld in der Tasche hätten. Und das Grundproblem, was wir in der Bundesrepublik haben, dass die Binnenkonjunktur zu schwach ist, also dass die Leute zu wenig Geld haben, um etwas einzukaufen, um Geld auszugeben, das würde natürlich mit dem flächendeckenden Mindestlohn bekämpft werden. Noch ein Zitat. Alle Privatisierung ist ein Wahn, der hier beendet gehört, hast du im November 2008 während einer Debatte zur Bahnpolitik gesagt. Die Linke fordert, auf den Börsengang der Bahn zu verzichten. Es müsse eine Bürgerbahn und keine Börsenbahn geben. Wo genau liegen die Risiken für die Bürger, falls die Bahn privatisiert würde? Wir müssen uns ja nur anschauen, was passiert in Ländern oder ist in Ländern passiert, wo die Bahn privatisiert wurde. Die Sicherheit wurde schlechter, die Strecken wurden ausgedünnt und alles wurde abgezogen aus der Bahn. Und wir konnten aber auch in Deutschland schon sehen, wie dann die Vorbereitung des Börsengangs wirkt. Wir sitzen ja hier in Berlin. In Berlin ist das wichtigste Verkehrsmittel, wenn man nicht zu Fuß geht oder mit dem Fahrrad fährt, die S-Bahn, ohne jetzt U-Bahn, Straßenbahn, Bus zu nahe treten zu wollen. Und aus der S-Bahn wurde so viel Geld abgezogen an den Konzern, an den Mutterkonzern Deutsche Bahn, dass die Sicherheit eklatant gefährdet wurde. Das ist derartig unverantwortlich und ich finde gerade dieser Sicherheitsaspekt, insbesondere in Großstädten, aber auch auf allen anderen Linien, das ist das Entscheidende, eine wirkliche Bedrohung für die Menschen und dem müssen wir entgegentreten. Und das kann bei einer Bahn in öffentlicher Hand, im öffentlichen Besitz nicht passieren. Da würde die Sicherheit vielmehr an erster Stelle stehen. Seit mehreren Jahren forderst du das Erfolgsmodell der Gemeindeschwestern, die in der DDR auf dem Lande im Wesentlichen für die medizinische Betreuung sorgten, in ganz Deutschland zu nutzen. Du hast mit vielen früheren Gemeindeschwestern auch gesprochen. Was hast du von ihnen gelernt? Die Gemeindeschwester, die es in der DDR gab, es gab aber auch einige Gemeindeschwestern in Westdeutschland, haben mir erzählt, dass sie in ihrem Beruf eine große Verantwortung hatten. Dass sie wirklich eigenverantwortlich handeln und entscheiden konnten und dass sie auch Menschen betreuen konnten, wie man so neudeutsch sagen würde, psychosozial. Das heißt, sie haben den Kontakt und das Vertrauen zu den Menschen gehabt. Und eine ganz entscheidende Frage ist ja auch, ob jemand Stress in seiner Arbeit hat, ob er unzufrieden ist, gar nicht unbedingt wie lange er arbeitet und wie viel, sondern ob die Arbeit einen Sinn macht und ob
die Person, der Mensch selber entscheiden kann, selber Verantwortung übernehmen kann. Und die Gemeindeschwestern konnten viel Verantwortung übernehmen, konnten die Ergebnisse ihrer Arbeit sehen und haben im konkreten Kontakt mit den Menschen gemerkt, meine Arbeit macht Sinn, ich kann etwas erreichen, ich kann Menschen helfen. Und so etwas wie Gemeindeschwestern könnten wir in den medizinisch unterversorgten Gebieten in der Bundesrepublik Ost und West gut gebrauchen. Es gibt ja übrigens inzwischen Modellprojekte auf Rügen, wo übrigens eine Landrätin der Linken das Sagen hat. Jetzt wird es zum Schluss noch ein bisschen stürmisch. Danke, Gesine.